Leute, Paket ist angekommen. So, Kinders, ein Riesenpaket. Hier, Joule Aquarium. Ich denke mal, was es von denen auch ist, weil ich ihm erst schon mal gedacht habe, der größte Zoohandlung der Welt. Ist doch, glaube ich, der Welt, ne? Und dann müssen die einen Karton nehmen, wo irgendwas Dekorationsrückwand Cliff-Tag draufsteht. Na, ich habe gedacht, sollen wir in die keine eigene Kartons, wo dann das draufsteht? Naja. Erstmal ein herzliches Willkommen zu diesem kleinen Mini-Haul. Hermes hat mich jetzt gerade aus dem Bett geklingelt, sozusagen, oder vom Sofa, weil ich bin jetzt gerade, da ist die Bella gelegen, da bin ich so gelegen. Nebenher ist mein PC gerannt und hat irgend so ein Doku abgespielt, da ist die Floppy gelegen und ich war voll am Eindüsen, ich war so müde. Und kurz vorm Einpennen klingelt es an der Tür. Ja, klar, okay. Naja, gut. Also, wir haben etwas für mich bestellt. Hier, 1000 Dinger von Zozajak. Das war Vorkasse. Ich habe bestellt eine Hängematte. Die gab es nicht mehr. Dann haben die mir angeboten, die Hängematte. Ich hole jetzt nämlich den Originalpreis nur mal gucken. Geht nicht, weil die haben es jetzt nicht mehr. Was ich eh total, Entschuldigung, wenn ich so sage, scheiße finde. Zozajak, wenn ihr da mal reingeht. Nur bei Kleintieren. Und guckt mal da durch. Da ist fast keine Auswahl. Im Moment ausverkauft, ausverkauft, nicht mehr nachzubestellen, ausverkauft, ausverkauft, also das zählt ja nur als so X bei denen. Auch die Internetseite, die Darstellung der Internetseite finde ich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ja, da steht es auch, das größte Zoofachgeschäft der Welt, Zozajak. Okay, dann ist doch das größte. Ich möchte halt schon mal gern hinfahren. Na, Emi hat mir vor ewiger Zeit vorgeschlagen, Mensch, warum nicht mal da hinfahren? Ich werde schon gern machen. Sakushi war ja mal vor Ewigkeiten da und hat dann ein gutes Resümee abgegeben. Ja. Ich habe jetzt hier stehen. Summe 28,99 Euro. Da steht jetzt kein Porto, kein Versand, Rechnungsbetrag und ein Guthaben von minus 34,18 Euro. Verstehe nicht ganz, weil ich das erste Mal, wo ich bestellt habe. Naja, gut, mir kann es recht sein. Ich habe, wie gesagt, das ja als Vorkasse gemacht. Und da steht auch beim zweiten Mal, beim zweiten Mal Bestellung kann man es dann auf Rechnung machen. Ich bin ja mal gespannt, wenn ich mal wieder was bei denen bestellen sollte. Ja. Dann bin ich mal gespannt. So, ich habe bestellt eine von Kerpel Siesta Grashängematte. Das soll nämlich für die Zwergkaninchen sein, wenn ich nächstes Jahr im Elsass bin und die haben ein Außengehege, weißt du, im Sommer. 73 x 34 x 36 cm. Das packe ich jetzt mal aus. Ich versuche es mal zumindest. Dieses Riesenteil, das ist ein Oschi von Teil. Ich hoffe, weil die haben mir dann, wie gesagt, das Ausstellungsstück dann angeboten für 20 Euro. So, jetzt bin ich, und habe ich da wieder zurückgeschrieben, dann per E-Mail, habe ich gesagt, ja, wenn es funktionsfähig ist, nehme ich das natürlich. Aber wehe, das ist jetzt irgendwas am Arsch dran. Dann kann ich euch aber sagen, ah, dann bin ich sauer. So, also Verpackung, naja. Ich will nicht mal abends denn in ihrer Kasse greifen, nur in eine. Und zu wissen, was sie an Einnahme haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann hätte man am Verpackungsmaterial auch nicht gerade sparen müssen. Weil, wie gesagt, die Dinger hier sind gerade mal oben drauf geschmissen worden. Also Verpackung, naja. Lässt zu wünschen übrig, kann man verbessern. Weil das hier, das kann schnell mal kaputt gehen oder verfliegen oder was auch immer. Jetzt gucken wir mal, ob dieses Teilchen hier noch ganz ist. Weil das wäre jetzt natürlich das Super-GAU. Wenn es nicht mehr ganz wäre, weil das würde mich jetzt natürlich maßlos ärgern. Nee, sieht ganz gut aus. Ja, man sieht, dass es das Ausstellungsstück ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt gucken wir mal, dass man das irgendwie so rum muss, das glaube ich hier. Ja, es ist schon verdrillt und ja, es ist, naja. Also, das müsste eigentlich hier, Moment, ich probiere das jetzt mal geschwind, dass ich das hier, ja, eigentlich muss es so, genau. So hin. So, Senna. So, guck mal. Das ist diese Hängematte.
Sieht aus wie so ein Schiff. Hier sind auch diese Seile außenrum, dass es nicht, kann mal weg, das bisschen da noch, dass es nicht verrutscht. Ich zeige es euch mal in alle Richtungen. Hier ist auch noch mal ein Haken, wo man das dann, ich denke mal, dann auch hier das bisschen enger machen kann. Seht ihr? So doppelt könnte man es jetzt auch hinhängen. Ich denke mal, dass es dafür da gedacht ist, dass man dann vielleicht, Entschuldigung, jetzt habe ich die ganze Zeit die Kamera jetzt nach unten gelegt, dass man das da vielleicht dann in kleinere vielleicht reinhängen kann. Da gibt es bestimmt auch kleinere von denen Hängematte. Und ich denke mal, dass man das auch hier doppelt einhängen kann. Gedacht. So, dass das dann so hoch höher hängt. Aber ich will das schon so haben, dass das dann so hängt. Das ist dann okay. Und wenn dann da so ein Häsler also drauf sitzt vom Gewicht her. Gut, kann halt sein, dass sie die Dinger schnell durchbeißen, muss man halt mal gucken. Aber ja, man muss ausprobieren. Aber ich finde es nicht schlecht. Hier zum Beispiel sieht man schon, muss man die Schraube mal ein bisschen noch anschrauben. Hier sitzt es fester. Ja, aber das kann man machen. Das sind so Kreuzschlitze. Das ist kein Thema. Ja, kann man lassen. So, dann habe ich bestellt. Ich habe euch ja schon seit ewig gesagt, ich möchte unbedingt einen Plüschhamster haben. Amazon bestellen wolle, vielleicht müssen meine Hunde raus. Eigentlich muss ich es euch ja nicht sagen. Wenn ich sage, ich muss Pause machen, dann wisst ihr ja genau, was kommt. Sekunde. Sodele, Kinders, jetzt bin ich wieder da. So. Und dann habe ich ja bei Amazon mal geguckt und Ding, dann konnte ich das ja nicht. Ihr wisst ja, Amazon kann ja nichts bestellen. Ist jeder PP. Jetzt habe ich bei Zozayak einer gesehen. Und den finde ich ganz niedlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den finde ich ganz niedlich. Und den habe ich dann gekauft. War auch gar nicht so teuer. Kinas. Ach, Kinas, wo ist denn? Lelelele. 10% Rabatt. 8,99 statt 10,99. So. Ich finde den ganz süß. Der ist von Plüschtierwelt. Semo oder sowas. Man sieht es halt wegen dem Preisschild. Hier Plüschtierwelt. Da ist er. Der kommt dann. So. Ich weiß, Goldhamster, denke ich, soll das sein. Ich finde ihn ganz niedlich. Die Füßle sind süß gemacht. Schwänkle. Plüschpopo. Das fliegt dann, das schneide ich dann jetzt immer ab. Das mag ich überhaupt nicht, wenn so Dinger dran sind. Ich finde ihn ganz niedlich und er ist sehr weich. Also was heißt super weich jetzt nicht, aber weich. Und ich finde ihn ganz süß, so mit dem Näsle. Zeigen euch noch mal ein bisschen näher. Moment. Ja. So dass man die Augen so ein bisschen sieht. So. Ich finde, er hat ein ganz süßes Gesicht. Wenn er jetzt die Backe noch voll hätte, wäre es natürlich goldiger. Oder wenn er so aufrecht stehen würde. Aber gut. Ich finde ihn ganz süß. Ich finde ihn niedlich. Und er kommt dann in mein Kindertierzimmer ins Elsass. Passt, denke ich. So, den packen wir gleich wieder ein, dass da jetzt nichts drankommt, beziehungsweise meine Hunde nicht, sonst wäre dann morgen kaputt. Er ist auch sehr fest, muss ich sagen. Also, da ist bestimmt gutes Material dann drin. Ich schmeiße jetzt mal kurz da oben hin, dass der da keiner drankommt. Und dann habe ich umsonst einen kostenlosen Katalog von Zozayak bekommen. Ich denke mal, das ist jeder erste Ding. Ja, 2021 Jahrbuch der Tiere. Wir treffen uns im Geschäft. Ah, da ist sogar Konrad-Adenauer-Ring 6 in Duisburg. Sogar die Adresse drauf. So sieht es von hinten aus. So, der Chef. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. Versandkosten 0 Euro. Okay. Ab 29 Euro entfällt die 5 Euro Versandpauschale für ein Standardpaket. Der große Ratgeber. Jubiläumskatalog. Ja. So, und so sieht es von vorne aus. Da sind ja alle Tiere enthalten, was ich so habe. Oder fast alle, denke ich doch mal, weil die haben ja einen ganzen Haufen. Da gucke ich jetzt mal kurz rein. Da steht jetzt ganz zu Anfang zum Wohle der Tiere, was ich natürlich auch verneinen muss, weil, wie gesagt, ich habe ja schon öfters mal Videos gesehen von Zozayak beziehungsweise bei der Miyuki reingeguckt. Also das ist ein ganz normaler Katalog, was man bestellen kann. Von bis. Das sind jetzt aber auch solche Artikel drin, wie jetzt hier.
Zum Beispiel. Wo man so lesen kann. Guck, ich zeige ich euch jetzt gerade mal so als Beispiel. Ja, und dann haben wir hier, gibt es T-Shirts und sogar als Plüschfigur, der Chef, der Norbert Hammerhart. Also da gibt es mit Sicherheit eine riesen Auswahl. Ich will euch jetzt gerade nochmal, hier zum Beispiel jetzt, finde ich auch nicht schlecht, solche. Ah, guck mal, Sakushi, du wolltest ja noch eine Vogelspinne holen, schau mal. Vogelspinne, finde ich faszinierende Tiere auch, wenn ich sowas sehe. Oh, ich habe ja schon mal so einen Film gesehen. Also da gabelt es einen schon. Hier zum Beispiel, hier Grundlagen der Terroristik, so ein bisschen so Tipps. Finde ich nicht schlecht. Also das ist ein Riesenbuch. Also das ist schon schwer und wirklich auch sehr gut verarbeitet. Also es hat insgesamt über 600, da ist auch ein Kalender sogar noch drin, 686 Seiten. Also da kann man sich schon mal eine Weile verweilen. Ne? Da hier auch zum Beispiel hier Wellensittiche. So hier auch so eine Haltungsding. Und dann aber hier was so gibt, was ich jetzt wieder nicht gut finde, Bewahrer. Hier der Käfig da. Das ist nur ein Transportkäfig, das habe ich jetzt gar nicht geguckt. Aber ja, sie haben halt auch nicht so tiergerechte Sache, ganz ehrlich. Also so, so extrem zum Wohle des Tieres. Aber gut, das schreibt ja ein Fressnapf und das schreibt ja eigentlich jeder rein. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass andere auch sowas schreiben und dann trotzdem Scheiß verkaufen. Ne? Gut, die Angestellte können ja da am wenigsten dafür. Auch hier Meerwasser-Aquarien Teil 2. Also überhaupt über Aquarien, alle mögliche Pflanzen. Das will ich aber doch mal gucken. Ich mache jetzt kurze Pause und gucke mal, welche Hamster. Okay, Nas, ich habe es gefunden. Hier haben wir es. Hamster. Ja, oben auch wieder die Dinge und dann geht es dann los, was man alles da kaufen kann, etc. Also ich habe das vorher doch durch Kaninchen, alles dabei. Das sind also ganz normale Näpfe, die haben, glaube ich, auch nichts. Ja, es ist halt die Frage, ob man 3,5 Stunden Fahrt auf sich nimmt, weil es ist ja dann nur eine Fahrt, von mir aus gesehen jetzt. Und dann muss man ja zurückfahren und, oder nicht lieber sagt, man bestellt sich das bei denen direkt im Internet. Also ja, es heißt ja immer, man soll wirklich mal dahin gehen, weil es ist ja wirklich eine Faszination, ein Riesen, wirklich, wenn man überlegt, so Fachhandlung, das Größte der Welt, ne, wenn man allein an Amerika denkt, obwohl Amerikaner sind da, glaube ich, nicht so weit wie wir Deutsche. Die denken langsam aber auch um mit der Käfig und Ding, aber die nehmen da kleine Plastikkäfer und stopfen da 5000 Tiere rein. Da zum Beispiel ist jetzt hier aufgemalt, finde ich auch süß gemacht, wie das Käfig von innen aussieht. Ne? Wo man da reinkommt dann, Haupteingang und dann hier, wo das halt, wo alles ist hier. Also ich denke schon, dass man da, wenn man wirklich alles sehen wollte, also ich glaube, 2 volle Tage bräuchte man das schon. Ich muss da wieder rüber gucken, um da alles zu sehen. Ja, es ist 45 Jahre zu Zayak. Ja, es ist schon... faszinierend, man sollte mal hin, aber wie gesagt, ich bin halt auch gegen viele Sachen, was die da haben, auch was die Sakushi mal erzählt hat und ich habe auch mal die Rezensionen angeguckt, also das sind auch viele, wo nur einen Sternle gäbe und ja, also wo ich sage, die Tiere nicht artgerecht kalte und Dinge, das sind in den Videos, wo dieser Norbert oder auch die Miyuki, also nichts gegen beide, um Gottes Willen, hat mit denen ja nichts zu tun. Oder auch alle anderen, wo mal in Zozaya gegangen sind, ist da Filme oder wie das auch logischerweise in den Videos präsentiert wird, da brauchen wir ja nicht schwätzen. Dass die natürlich die Schokoladeseite nur zeigen von den Geschäften, ist mir auch klar. Ja, aber es wäre mal interessant hinzufahren. Vielleicht mache ich das auch wirklich mal entweder im Herbst oder im Frühjahr, wo wie gesagt die Wetterverhältnisse dann auch natürlich gut sind, nicht zu warm, nicht zu kalt und dann natürlich am Tag, wo natürlich die Mehrheit arbeitet und dann, also nicht gerade am Samstag um 10 oder 11, weil da dreht es sich da drin tot und im Moment geht es ja eh nicht mit Lockdown. Klar, da muss man eh aufpassen, aber wenn das mal alles vorbei ist, wäre es wirklich mal eine Möglichkeit, dahin zu fahren. Dann werde ich das auf jeden Fall in Angriff mal nehmen und mich mal da ein bisschen austoben. Alles werde ich mir nicht angucken, vielleicht mal kurz
durch die Aquaristik laufe, weil das juckt mich dann auch, weil ich sage, 1200 Aquarien haben die da. Das ist ja schon Wahnsinn. Der Zoo, wo die freilaufenden Tiere, das habe ich mal im Präsentationsvideo von denen gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich auch nicht sehen, weil viele dann auch wieder in der Rezension gesagt haben, die Tiere wäre schon, also da stinkt es auch tierisch, hat auch die Sakushi gesagt, dass es auch extrem riecht nach den Tieren. Und da, und wie gesagt, in dem Präsentationsvideo halt alles sauber und das Futter auffüllt und das Wasser und die Tiere ein tolles gesehen, als wenn da jeden Tag ein Huhn gestriegelt wird, die Hühner und die Viecher gestriegelt werden. Also viele sagen halt auch, ja, die Faultiere, wo da an der Decke rumklettern, also die, da stinkt's und die klettern da halt oben rum und ja, und die Scheiße anscheinend, die da auf den Boden fliegt und alles gelesen. Und ich denke schon, dass da auch vieles im Arge ist bei Zoo Zayak. Aber einmal im Leben das zu sehen, wäre natürlich schon, nur wie gesagt, es ist halt das Problem, ich fahre mich halt dumm und dämlich, bis ich dort bin. Und ich habe halt die Befürchtung, dass ich enttäuscht werde. Und dass ich vielleicht mit 2, 3 Teilchen, wo ich vielleicht in meinen Geschäften hier in der Gegend oder auch im Internet Fressnapf, Zooplus etc. pp. Nicht finde. Ich denke schon, dass die eine riesen Auswahl habe. Jetzt, wenn ich sage, Mensch, ich will jetzt mal was ganz Besonderes, auch an Futter oder an Klettermöglichkeiten für die Mäuse oder für die Hamster, irgendwas, wo ich wirklich nirgends sonst finde. Und dann natürlich enttäuscht werde, weil ich habe jetzt mal grob durchgeguckt, auch diese Häuschen für die Kaninchen, wo sie als Brücke und unten rein noch klettern können, da kostet das größte Häusel 42 Euro. Gut, das ist halt dann auch ein Oschi, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas Ähnliches habe ich schon im Köln-Zug gesehen. Und der ist in Karlsruhe. Es ist halt, also wenn mal jemand außer dieser Kushi von euch mal schon da, dort war, sagt, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr vom Zoo Zayak haltet, wenn jemand schon dort war. Oder einfach mal schreibe, ob es sich lohnt, 3,5 Stunden eine Anfahrt. Ich fahre dann 7 Stunden, weil ich muss ja auch wieder zurückkommen. Und dann weiß ich nicht, ob es schlau ist. Also normalerweise zeigt mir auch bei mir auf dem Ding an, im Handy, dass ich 3,5 Stunden von meinem Standort auch hier aus jetzt losfahren müsste, würde ich 3,5 Stunden brauchen. Also da ist kein Stau, nichts dabei. Ne? Das heißt also, aber 3,5 Stunden wieder zurück. So. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ich denke mal, das ist ja bestimmt in der Nähe von der Autobahn. Weil so ein Riesengebäude kann schon in der Innenstadt sitzen. Also ich kann mir nicht vorstellen. Schreibt doch mal rein, wo das genau ist. Das ist an der Autobahn. Was ihr davon haltet. Sakushi, du kannst gerne auch noch mal was reinschreiben. Ich habe damals dein Video ja gesehen. Das würde mich echt mal interessieren, ob es sich lohnen würde, so eine Anfahrt zu machen. Weil dann würde ich ja wirklich sagen, dass ich dann natürlich dann ganz früh losfahre. Und eine der ersten bin und wirklich am Tag hinfahre, mir ich dann nochmal erkundigt, wann ich am wenigsten los, am Tag hinfahre, wo alle anderen arbeiten. Ne? Und dann wirklich gleich, sobald die Tore da geöffnet wäre, reingehe, damit ich da wirklich mich in Ruhe umschauen kann und dann nicht 5 Stunden noch an der Kasse stehen muss, etc. pp. Beziehungsweise dann nicht mich mit dem Wagen durch tausende von Leuten wie beim Volksfest irgendwie durchdrängeln zu müssen. Also da habe ich keinen Bock drauf, dann würde ich logischerweise dann nie am Samstag hingehen. Oder zur Stoßzeit, wäre ja bescheuert. Nee, also dann wird's, und dann natürlich mittags irgendwo schön essen gehen. Oder Ding, und den Tag dann ausklingen lassen. Und dann gegen Nachmittag, Abend, wo es dann natürlich länger hell ist. Also eben im Frühjahr oder Ding, wäre natürlich die beste Möglichkeit, wenn so die Außentemperatur tagsüber maximal 20 Grad, weil sonst gehst du ja ein. Das wird, das ist schon eine Qual, wenn du dann auch wieder, und dann, wie gesagt, wieder heimfahren. Das wird mich, also würde ich schon gerne machen. Würde ich schon gerne machen. Also definitiv, ich meine, da ist dann halber Tank leer vom Geld her, aber gut, das wird mir dann nichts ausmachen. Aber es müsste sich für mich halt lohnen. Ich wohne halt nicht gerade ums Eck, so wie in Miyuki oder so. Ich wohne halt nicht ums Eck. Und das wäre mal interessant, das zu sehen. Also schreibt mir mal rein. Ah, ja. So, alles gut. Ja, jetzt ist mir fast verrupft. Schreibt mir es doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet, wer schon da war. Oder also nicht nur, hey, ich habe das auch gelesen, Rezensionen, das bringt mir nichts. Also die, wo vielleicht dann schon da waren und mir da ein bisschen was sagen können und sage, du, es wird sich wirklich mal lohnen. Ja, es ist halt blöd, wenn ich jetzt da jemand in der Nähe kennen würde, wo ich sage, so, den suche ich, der geht mit mir und der Ding, oder ich könnte ihr, weil eine Übernachtung zu machen im Hotel dann, ist ein Quatsch. Also wegen 3,5 Stunden, wenn ich jetzt da wirklich 10 Stunden fahren müsste,
Dann würde ich sagen, oder einen Tag verbraten müsst, bis ich da ankomme und einen Tag wieder zurück. Dann lohnt sich dann natürlich zu sagen, okay, man sucht, guckt sich dann auch die Stadt an oder so. Aber ich denke mal, wenn ich das abglaube bin dann in dem Laden, ich glaube, dann reicht es mal, wenn ich wieder auf dem Arsch hocke im Auto und wieder einfahre. Ne? Also ja, schreibt es mir doch mal rein, wenn jemand von euch dort schon mal war oder sagt, doch, da gibt es wirklich Sachen, die, oder zum Beispiel, wenn die neue Ware kriege. Ich weiß es ja nicht, wie ist denn das im Zoofachhandel? Ist ja wie bei der Klamotte. Frühjahrskollektion, Winter-, Herbstkollektion. Wann die so die neue Sache reinkriege, wenn sowas Neues rauskommt oder so. Das wird dann natürlich ein super Zeitpunkt sein, zu sagen, boah, die haben komplette neue Kollektion, wo noch gar nicht richtig draußen ist überall. Und komm, hopp, ich fahre da mal hin rechtzeitig und dann haben die tolle so neue Sache, wo fast nirgends mehr oder noch gar nicht richtig draußen ist. Oder ich mache es halt, das ist aber das nächste Ding, diese Messen. Es gibt keine Kleintiermessen bei uns. Es gibt Katzen, also Aquaristik und Hundemesse. Also bei uns hier in der Gegend. Es gibt keine Kleintiermesse bei uns. Das wäre mal ein Druck, das bei uns, aber bei uns lohnt sich anscheinend nicht. Und das, die Kleintiermesse, ich habe im Internet geguckt, damals, wo der Lockdown noch nicht war und den Kleintiermesse gibt es nur ewig weit weg. Und das sind Sachen halt, wo ich sage, da wohne ich halt im falschen Eck. So ist es halt einfach. Aber das wäre natürlich, weil der Kleintiermesse ist wie bei der Hundemesse. Kriegst das ganze Zeug für ein Appel und ein Ei nachgeschmissen. Ne? Ist natürlich alles günstiger. So Leute, jetzt ist doch ein großer Haul geworden. Es tut mir echt leid, aber das wollte ich jetzt noch erzählen und euch das zeigen. So, dann aber dann ich. Wir verabschieden uns. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Schreibt mir rein, wenn ihr was wisst über Zoozajak. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.